Hey Leute, herzlich willkommen zu unserer heutigen Online-Class mit Coach Raffi. Unser heutiges Workout. Und zwar haben wir ein 90 Sekunden Zeitfenster. In diesen 90 Sekunden wollen wir 25 Wiederholungen Goblet Reverse Lunges sammeln. Folgende Übung. Genau. In den 90 Sekunden so schnell wie möglich. In der restlichen Zeit halten wir in einem Wall Sit. Das heißt, ihr braucht eine freie Wand, wo wir in einen Wall-Sit gehen können. Danach gibt es eine Minute Pause und dann das gleiche Spiel. Wir haben wieder 90 Sekunden Zeit für 20 Wiederholungen Burpees. Und in der restlichen Zeit halten wir in einen Front-Leaning Rest. Dann gibt es auch wieder eine Minute Pause und das Ganze wiederholen wir für 4 Runden. Wir wollen uns dafür mal gut aufwärmen. Das heißt, ihr könnt gleich auf die Beine kommen. Wir starten gleich mit 3 Übungen, immer 30 Sekunden on, 10 Sekunden off. Unsere erste Übung sind Reverse Lunges mit einem Kick. Yes. Das heißt, 10 Sekunden starten auch schon. Wir wollen uns mal locker durchbewegen, ein bisschen aufwärmen. Und los geht's. Wir steigen einmal rechts nach hinten, vorsichtig mit den Knien den Boden berühren und dann gibt es einen Kick. Versucht beim Kick euer Knie schön gestreckt zu lassen. Muss auch kein so ein hoher Kick sein, sondern immer abwechselnd einmal nach hinten steigen und nach vorne kicken. Für 30 Sekunden in einem lockeren Tempo. Unsere zweite Übung sind dann No-Push-Up-Burpee. Das heißt, unsere Arme bleiben schön gestreckt. Wir springen einmal kurz zurück in eine Push-Up-Position, springen wieder so weit wie möglich nach vorne und stehen wieder ganz auf. Auch für 30 Sekunden in einem lockeren Tempo. Versucht da schnell mit euren Beinen zu sein. Immer schön die Arme festgestreckt lassen. Auch gerne die Beine eine Spur breiter auseinanderstellen, auseinanderspringen, sodass wir auch wieder weit nach vorne zu unseren Händen springen können. Super. Und die dritte und letzte Übung sind Scap Push-Ups. Das heißt, wir kommen auf den Boden, entweder in einen Unterarmstütz oder in Push-Up-Position, könnt ihr euch aussuchen. Und jetzt wollen wir nur aus unseren Schultern arbeiten, indem wir einmal ganz fest die Schulterblätter aneinander pressen. Und dann wieder locker auseinanderfallen lassen. Lasst dabei wieder die Arme schön gestreckt. Ihr könnt versuchen, die Arme ein bisschen breiter auseinanderzustellen, dann können wir es ein bisschen besser ansteuern und wirklich nur so gut wie es geht aus den Schultern arbeiten. Lasst dabei fest euren Core angespannt, auch die Oberschenkel und Hintern angespannt. Sehr gut. Das war unsere erste Runde. Jetzt geht's weiter, Reverse Lunges mit einem Twist über das vordere Bein. Los geht's. Das heißt, wir steigen wieder abwechselnd rechts und links nach hinten und dann drehen wir immer den Oberkörper über das vordere Bein. Ihr rotiert so weit wie möglich und der Unterkörper bleibt dabei fest angespannt. Auch wieder in einem lockeren Tempo. Ein guter Stretch in unserer Wirbelsäule für unseren Rücken. Super. No Push-Up Burpees. Zweite Runde. Ihr könnt gerne versuchen, ein bisschen schneller zu arbeiten. Trotzdem soll das Ganze noch in einem Warm-Up-Tempo sein. Ihr könnt auch da jetzt versuchen, mit den Beinen immer so weit wie möglich zu euren Händen nach vorne zu schwingen, sodass der Weg kurz wird. Und achtet auch darauf beim Zurückspringen, dass der Core fest angespannt bleibt, dass wir kein Hohlkreuz machen, dass der Körper schön in einer Geraden bleibt. Und gleich geschafft. Super. Unsere Scap Push-Ups. Schiebt wieder fest den Boden weg. Unter euch, macht so einen kleinen Bugel, zwickt wieder fest die Schulterblätter zusammen, denkt dabei, ihr wollt ein Blatt Papier einzwicken und danach wieder fest auseinanderdrücken.
Die letzten 5 Sekunden. Unsere letzte Runde, wir machen einen Reverse Lunge mit einem Reach. Das heißt, die Arme kommen Richtung Decke nach oben, gerne Hände verschränken, Handflächen zeigen Richtung Decke und macht euch bei jedem Step so groß wie möglich. Zieht euch in die Länge, schiebt die Handflächen Richtung Decke nach oben und dabei machen wir wieder unsere Reverse Lunges. Wieder schön vorsichtig. Den Boden berühren, wieder fest wegdrücken mit dem hinteren Bein und zusätzlich groß machen. Super. Letzten 30 Sekunden die No-Pusher Burpees. Soll uns dann vorbereiten für unsere Burpees im Workout. Das heißt, die dritte Runde kannst du jetzt auch mal versuchen, wie du das Tempo im Workout machen würdest. Und schauen, wie du dabei atmen musst. Super. Und ein letztes Mal noch die Scap Push-Ups. Ihr könnt die auch gerne auf den Knien machen, so wie es die Raffi auch macht. Dass wir uns dann noch mehr auf die Schultern konzentrieren können. Wieder schön langsam bei der Übung. Und die letzten 10 Sekunden. Und wir haben es geschafft. Sehr gut. Dann bleiben wir gleich am Boden und machen weiter mit ein bisschen Mobility. Das heißt, wir starten einmal, wollen unsere Handgelenke aufwärmen in einen Vierfüßlerstand mit unserem Wrist Stretch. Das heißt, die Handflächen drücken fest in den Boden, die Fingerspitzen schauen dabei zu deinen Knien nach hinten und du kannst das Ganze jetzt für 30 Sekunden entweder statisch halten oder kleine Bewegungen machen. Das heißt, versuchen, das Gewicht vorsichtig von rechts nach links zu verlagern oder leicht kreisende Bewegungen machen. Du kannst auch gerne deinen Handrücken in den Boden drücken oder auch die Fingerspitzen nach außen zeigen lassen. Alles das, was sich gut anfühlt für deine Handgelenke und deine Unterarme. Und dann kommen wir auch gleich aus dieser Position in einen Half-Kneeling Hip Flexor zur Hamstring Stretch. Das heißt, ihr macht mal einen großen Ausfallschritt nach vorne. Jetzt wollen wir als erster unser Becken kippen, schön aufrichten, Hintern ist fest angespannt, habt jetzt einen guten Zug Oberschenkel Vorderseite und danach schiebst du deine Hüfte nach hinten, die Ferse drückt in den Boden und wir haben einen guten Stretch in unserer Oberschenkelrückseite. Das Ganze machen wir für diese 30 Sekunden auf einer Seite. Und dann machen wir vorsichtig ein Beinwechsel. Wieder zuerst das Becken kippen, Po zusammenzwicken und dann schön nach hinten schieben. Dein Oberkörper kann doch leicht nach vorne kommen beim Hamstring Stretch. Und auch gerne in der Position ein bisschen länger halten, wenn es sich noch ein bisschen stiff anfühlt. Super. Und unsere letzte Position ist der Table Hold. Das heißt, wir drehen uns einmal um. Unsere Hände sind direkt unter unseren Schultern. Wir schieben jetzt Hüfte und Brustbein so weit wie möglich Richtung Decke nach oben und halten dafür 30 Sekunden. Wichtig, lasst da jetzt in keinem Moment locker, sondern schiebt euch immer weiter Richtung Decke nach oben, öffnet eure Schultern, die Brust zieht so weit wie möglich nach oben, spann fest den Hintern an, drück fest deine Füße, vor allem die Fersen in den Boden, mach dich so groß wie möglich. Kannst auch da versuchen zu halten oder auch noch leichte Bewegungen zu machen. Solltest da jetzt auch einen guten Zug in den Schultern spüren. Und wir spannen einmal noch fest den Hintern an und schieben nochmal auf.
und langsam wieder runterkommen. Das war's mit unserem Mobility-Teil. Als nächstes geht es weiter. Wir wollen uns schon ein bisschen genauer für unsere Workout-Übungen vorbereiten. Und zwar haben wir da jetzt auch wieder drei Übungen. Unsere erste Übung sind 5 Wiederholungen Workout-Push-Ups. Das heißt, wir starten in einer Rumpfbeuge, Hüfte schiebt zurück, wir kommen einmal Richtung Boden runter, wandern dann mit kleinen Steps nach vorne, machen einen schönen Liegestütz, wandern wieder mit kleinen, vielen Steps nach hinten, stehen wieder ganz auf. 5 Wiederholungen, ihr könnt gleich mitmachen mit der Raffi. Sammelt wirklich immer kleine, viele Schritte beim nach vorn zurückkommen. Wandert so weit nach vorne, bis die Handflächen unter euren Schultern sind. Dann machen wir einen schönen Liegestütz, wo Brust und Oberschenkel gleichzeitig den Boden berühren. Spannt auch fest eure Oberschenkel und den Hintern an beim Push-Up. Drückt den Boden wieder gleichmäßig weg unter euch und wandert dann wieder zurück. Dann geht es weiter mit eurem Gewicht. Wir schnappen uns 5 Wiederholungen Goblet Split Squat. Natürlich nehmen wir da einen leichten Ausfallschritt ein. Und dann kommen wir in eine Vertikale, kommen schön in eine Beuge, das Gewicht bleibt vor der Brust. 5 Wiederholungen auf der einen Seite, 5 Wiederholungen auf der anderen Seite. Knie berührt wieder vorsichtig den Boden bei der Übung. Und das Gewicht ist gleichmäßig verteilt. Und nach diesen 5 Wiederholungen geht es jetzt zu unserer Wand. Wir kommen in einen Wall Sit und machen da 15 Wiederholungen Wall Sit Marches. Das heißt, wir heben immer kurz für einen Augenblick ein Bein weg vom Boden. Haltet das im Idealfall für eine Sekunde. Schaut, dass der Rücken fest gegen die Wand presst und eure Wand möglichst stabil ist. Genau, immer kurz abheben, einen Augenblick halten. Und das machen wir für 15 Wiederholungen. Wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr dann noch wieder selbstständig in eure zweite Runde starten. Wieder mit den 5 Wiederholungen Workout Push-Ups. Wieder langsam nach vorne wandern, Liegestütze langsam wieder zurück wandern. Und auch im Workout wollen wir dann versuchen, bei den Push-Ups, bei den Burpees, Entschuldigung, immer so schnell wie möglich wegzudrücken vom Boden. Das heißt, ihr könnt das jetzt bei den Push-Ups auch schon einmal versuchen. Dann schnappt ihr euch nochmal euer Gewicht, nehmt es vor die Brust. Wir kommen wieder in einen schönen Split Stance und sammeln so unsere Squats. Wieder 5 Wiederholungen pro Seite. Schaut wieder, dass man schön vertikal nach unten gehen, der Oberkörper da schön aufrecht bleibt, das Gewicht gut verteilt ist auf beiden Beinen. Und dann kommen wir noch einmal zu unserer Wand. Nochmal 15 Wiederholungen Wall Sit Marches sammeln. Ein Bein verlässt immer für einen kurzen Augenblick den Boden. Wir wollen sich da einmal reinfühlen, wie sich das anfühlt, wenn ein Gewicht auf einem Bein ist. Schauen wir schön, dass wir immer einen rechten Winkel haben. Dann Hüfte zu Rücken. Und Knie zu Fuß. Wenn ihr damit fertig seid, kommen wir auch schon zu unserem letzten Part, zu unserer Minirunde. In der Minirunde machen wir jetzt einmal einfach 10 Wiederholungen Goblet Reverse Lunges und 5 Wiederholungen Burpees. Der Wall Sit und der Front Leaning Rest. Bleibt euch da jetzt verschont. Gewicht bleibt jetzt wieder vor der Brust. Wir sammeln 10 Wiederholungen alternierend von unseren Reverse Lunges und dann kommen noch 5 Wiederholungen Burpees.
Wenn ihr damit fertig seid, gibt es unsere 2 Minuten Pause. Nochmal einen großen Schluck trinken, nochmal das WC aufsuchen, alles vorbereiten, was ihr für dieses Workout heute braucht. Ihr braucht einen freien Platz an der Wand und ihr braucht ein Gewicht. Dann gehen wir nochmal gemeinsam das Workout durch. Und zwar starten wir jetzt gleich. Wir haben 90 Sekunden Zeit. In diesen 90 Sekunden sammeln wir 25 Wiederholungen Goblet Reverse Lunges. In der restlichen Zeit halten wir in einem Wall Sit. Das heißt, für 90 Sekunden, 1,5 Minuten arbeiten wir. Dann gibt es 1 Minute Rest. Und dann geht's weiter in die zweiten 90 Sekunden. Da sammeln wir dann 20 Wiederholungen Burpees. Und in der restlichen Zeit halten wir im Front Leaning Rest. Auch dann gibt es wieder 1 Minute Pause. Das Ganze machen wir für 4 Runden. Vor allem im zweiten Teil könnte das ein bisschen knapper werden. Versucht das Ganze mal in der ersten Runde. Und wenn ihr merkt, ihr werdet da kaum oder gar nicht fertig, passt auf jeden Fall die Wiederholungsanzahl an bei den Burpees. Macht da 3 bis 5 Wiederholungen weniger, sodass ihr auf jeden Fall noch einmal kurz im Front Leaning Rest halten könnt. Die Raffi wird das Ganze mit euch mitturnen. Das heißt, ihr könnt immer kurz spicken, einmal drüber schauen, wie das Ganze ausschauen soll oder auch wie das Tempo sein sollte. Aber wie gesagt, nutzt diese erste Runde, fühlt euch da mal rein, wie sich das anfühlt. Bei den Übungen, was für ein Tempo ihr da wählen müsst, sodass wir immer noch 10, 20 Sekunden mindestens im Wall Sit oder im Front Leaning Rest halten können. Gut, dann stelle ich uns jetzt gleich noch unseren Timer ein. So, und dann macht euch schon langsam ready zu Hause. Raffi, du bist auch startklar? Sehr gut. Dann geht es los. Wir beginnen in 10 Sekunden. Wir starten einmal mit unseren Goblet Reverse Lunges. 25 Stück in Summe. Wie gesagt, nutzt die erste Runde einmal. Um herauszufinden, wie sich das anfühlt, welches Tempo ihr wählen müsst. Versucht auch bei diesen 25 Wiederholungen immer vorsichtig mit dem Knie den Boden zu berühren. Und wenn ihr damit fertig seid, geht es zur Wand und wir treffen uns im Wall Sit. Schauen wir, dass die Füße direkt unterm Knie sind, dass wir wieder fest den Rücken gegen die Wand pressen und schön weit atmen. Sehr gut. Und geschafft, super. Das war unser erster Teil. Beine etwas auslockern. In 30 Sekunden geht es dann weiter mit unserem zweiten Teil. Wieder 90 Sekunden Zeit für 20 Wiederholungen Burpees.
und Front Leaning Rests. Wir machen uns ready. In 4, 3, 2, 1 und los geht's. Wiederholungen Burpees. Versucht da schnelle Wiederholungen zu machen. Drückt fest den Boden weg und durch. Kommt man jedes Mal in eine volle Hüftstreckung. Sehr gut, Rafi, super Tempo. Es geht sich gut aus. Wir haben noch 45 Sekunden auf der Uhr. Halte das Tempo schon oben. Und dann kommen wir in den Front Leaning Rest. Noch 20 Sekunden. Schiebt schön die Schultern über eure Handflächen. Macht mal eine schöne Linie. Spannt wieder fest die Oberschenkel an, euren Bauch an. Gleich geschafft. 10 Sekunden noch. Super. 4 und 5. 4, 3, 2, 1. Und geschafft. Gut. Eine Minute Pause. Ihr merkt schon, der zweite Teil ist etwas knackiger. Wie gesagt, schreckt nicht davor ab, die Wiederholungsanzahl anzupassen. Ein bisschen weniger Burpees zu machen. Und dafür noch 10 bis 20 Sekunden sogar im Front Leaning Rest zu halten. Das war unsere erste Runde. Trink kurz einen Schluck, kurz auslockern und dann machen wir uns gleich ready für Runde Nummer 2. In 10 Sekunden geht es weiter. Wir starten wieder mit unserem ersten Teil mit den Goblet Reverse Lunges und Wall Sit. In 5, 4, 3, 2, 1 und los. Haltet das Gewicht wieder locker vor eurer Brust. Und dann kommen wir wieder in den Wall Sit. Und nach 10 Sekunden bleibt dabei, spannt fest an, gleich geschafft. 3, 2, 1 und Rest.
Gut, wir starten in 7 Sekunden mit unserem zweiten Teil. Burpees in 2, 1 und los geht's. In der 90 Sekunden Zeit haltet das Tempo oben bei den Burpees. Sehr gut, lasst nicht locker bei den 20 Wiederholungen. Versucht da ordentlich anzugasen. Sehr gut, super. Wir kommen dann wieder in einen Front Leaning Rest. Letzten 5, 4, 3, 2, 1 und auch schon wieder vorbei. Das war unsere zweite Runde. Wir haben noch 2 weitere vor uns. In 20 Sekunden starten wir wieder. Macht euch wieder bereit. In 4, 3, 2, 1 und los geht's. Schauen wir immer, dass wir schön ganz aufstehen, immer in eine schöne Hüftstreckung kommen, berührt immer vorsichtig den Boden. Dann kommen wir wieder in einen Wall Sit. Noch 15 Sekunden. Und 4, 3, 2, 1. Und geschafft. Beine auflockern, die bekommen jetzt wieder eine kurze Pause. Sekunden.
geht's wieder ran an die Burpees. 3, 2, 1 und go! Das vorletzte Mal die Burpees. Sehr gut, Leute. Haltet wieder das Tempo oben, schnappt euch diese Burpees. Versucht sie immer fertig zu bekommen. Noch 40 Sekunden. Sehr gut, macht ihr das. Nicht locker lassen, gleich geschafft. Super, Raffi. Raffi kommt wieder in ihren Front-Leaning Rest. Auch da nochmal, versucht euch da nicht hängen zu lassen, sondern spannt wieder fest an, haltet aktiv eure Spannung noch für die letzten 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Yes, super. Das war schon die dritte Runde. Wir machen das Ganze noch ein allerletztes Mal. So, letzte Runde. Wir machen uns wieder bereit in 3, 2, 1 und los geht's. Gebt jetzt nochmal ordentlich Gas, diese 90 Sekunden mit den 25 Goblet Reverse Lunges. Das ist das allerletzte Mal. Das heißt, ihr versucht noch einmal ein bisschen schneller zu arbeiten, sodass wir dann noch länger im Wallsit halten können. Lasst die Beine nochmal ordentlich brennen. Wenn ihr damit fertig seid, geht es sofort an die Wand. Schön atmen, gleich geschafft. 10 Sekunden passt es noch durch. Und Pause, super. Zehn Sekunden noch, wir kommen zu unserem letzten Teil, ein letztes Mal die Burpees.
Und los geht's. Ja, yeah, starkes Tempo. Gebt auch da jetzt nochmal Gas für die letzten 40 Sekunden. Schnappt euch die letzten Wiederholungen, Burpees. Und noch 30 Sekunden. Sehr gut, wir kommen wieder in einen Front-Leaning Rest. Schiebt noch einmal, drückt noch einmal den Boden so fest wie möglich weg und euch. Macht euch so groß wie möglich. Spannt so fest wie möglich noch den Bauch an für die letzten Sekunden. Und 4, 3, 2, 1 und Time. Super, sehr gut, Raffi. Ich denke, das war ein gutes Spicy Workout, vor allem der zweite Teil. Vielleicht aber auch der erste Teil mit den Beinen, Booty, mal schauen, wie es euch morgen geht. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gegangen ist, ob ihr es vielleicht anpassen musstet oder ob sich das gut angegangen ist, auch wie viel Zeit ihr jeweils im Wall Sit oder im Front Leaning Rest verharrt habt, gehalten habt. Ansonsten sagen wir vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Vorturnen, Raffi. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bei der nächsten Online-Klasse. Bis dahin, tschüssi, baba!